Hallo und herzlich willkommen zum Jahresrückblick von Spielama. Zwei Anmerkungen vorweg. Zum einen, es wird dieses Jahr zwei Jahresrückblicke geben. Ich sage in diesem Jahresrückblick eher so ein bisschen was zur allgemeinen Entwicklung von Spielama, des Forums und der Spielen.de Datenbank, mit der wir ja kooperieren. Und dann wird es noch ein zweites Video von Alex voraussichtlich geben, der dann nochmal auf den Spielejahrgang 2016 eingeht. Dieses Video ist so aufgebaut, dass ich erst was zum Forum sage, das wir von Spielama ja zusammen mit Spielen.de und der Spielbox betreiben. Dann sage ich was zur Datenbank, Spielen.de Datenbank. Das ist ja, wie ihr wisst, eine enge Kooperation. Das heißt, unsere Daten, die auf Spielama.de angezeigt werden, kommen aus dieser Spielen.de Datenbank. Und dann kommen wir noch zu unserem YouTube-Kanal. So, los geht's mit dem Forum. Wir haben inzwischen über 5000 angemeldete Nutzer. Das freut uns total. Cool, dass ihr alle da seid und aktiv euch im Forum beteiligt. Wir hatten in den vergangenen 12 Monaten ungefähr so 1600 aktive Themen. Das sind jetzt nur Diskussionen, keine Kleinanzeigen. Also 1600 aktive Diskussionen, Regelfragen, Kaufempfehlungen, Nachfragen zu einzelnen Spielen, Diskussionen über Neuheiten und es kommt nochmal ungefähr die gleiche Anzahl an Kleinanzeigen hinzu. Also wenn ihr ein Spiel verkaufen wollt oder ein Spiel sucht, dann schaut doch mal bei uns im Forum vorbei, denn da ist die Chance groß, dass ihr einen Käufer findet oder einen Verkäufer. Ja, das freut uns total, dass das Forum so gut läuft. Wir hatten ja im Frühjahr so eine kleine Holperphase, nenne ich es mal. Wir haben ja im Frühjahr dieses Jahres das Forum redesigned, beziehungsweise die ganze Spielen.de-Seite redesigned. Das war ja auch schon länger angekündigt. Das war wichtig, dass das jetzt mal passiert ist, denn die Seite ist jetzt komplett responsive. Das heißt, sie passt sich an die Bildschirmgrößen von Tablets und Smartphones an. Und das ist extrem wichtig, weil über 50% der Zugriffe auf unser Forum und auf den Brettspielbereich von Spielen.de inzwischen über mobile Endgeräte erfolgt. Welche Themen waren in den vergangenen Jahren oder im vergangenen Jahr besonders beliebt? Natürlich mein zuletzt gekauftes Spiel mit Pi mal Daumen 350.000 Aufrufen, dahinter neulich gekauft mit 40.000 Aufrufen und dann vielleicht eine kleine Überraschung, das Thema mit den drittmeisten Aufrufen ist Speak Out, die Herzneuheit von Hasbro. Ihr erinnert euch, dieses komische Spiel, wo man sich eine Klammer in den Mund stecken muss, mit über 21.000 Aufrufen. Ja, weitere beliebte Themen war die Diskussion, wie sieht euer Spielerregal aus? Mombasa, mal wieder oder immer noch. Da ging es um das eventuell problematische Spielthema und natürlich unsere Vorschau zur Spiel 2016. Ja, damit sind wir dann auch direkt beim Bereich Spielen.de Datenbank. Denn ihr wisst ja, dass wir bei Spielama eng mit Spielen.de kooperieren. Unsere Videos werden auf Spielen.de eingebunden. Umgekehrt beziehen wir unsere Spieledaten von der Spielen.de Datenbank. Und ich rezensiere ja nicht nur Spielama-Videos, sondern bin ja auch verantwortlich für die Neuheitenliste. Die Neuheitenliste von Spielen.de, beziehungsweise ist ja dann auch die Neuheitenliste von Spielama und vor allem der Spielbox. Ja, da habe ich dieses Jahr über 900 Spiele eingetragen. Wenn ihr inzwischen auf die Neuheitenliste geht, werdet ihr feststellen, da sind ein bisschen weniger als 900 drin. Das liegt daran, dass viele Spiele oder einige Spiele inzwischen auf die Nürnberg-Liste gewandert sind. Nürnberg 2017. Die wurden nämlich auf Essen oder in Essen nur als Prototypen gezeigt und jetzt nähern sie sich ihrer Vollendung. Das ist sozusagen der normale Lebenszyklus eines Spiels in unserer Datenbank. Es wandert von Messe zu Messe. Und auch in der Nürnberg-Liste 2017 haben wir jetzt schon wieder über 100 Neuheiten eingetragen. Ja, was haben wir noch neu gemacht dieses Jahr? Wir haben eine Filterfunktion eingeführt in der Neuheitenliste. Das heißt, ihr könnt jetzt nach Spielmechanismen filtern, ihr könnt nach Spieleranzahl filtern, ihr könnt nach Alter filtern. Das heißt, wenn ihr sagt, mich interessieren aber nur Neuheiten für Kinder ab 5 Jahren, dann könnt ihr das euch anzeigen lassen.
So viel zur spielende Datenbank. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu Spielama. Wir haben ja auch Spielama redesigned, beziehungsweise das hat der Chris gemacht. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, Chris, für deine coole, tolle Arbeit. Das ist ein Lama, das ihr so im Hintergrund gar nicht, oder das ihr so wahrscheinlich gar nicht so seht, weil Chris unheimlich viel Arbeit macht, die im Hintergrund läuft. Das ist aber was, was unheimlich wichtig ist. Und ohne Chris würde es diese neue, tolle Spielama-Seite so gar nicht geben. Ja, wir sind mit dem Redesign sehr zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Das gilt übrigens auch für die Kooperation mit spielen.de und die Verschmelzung, so ein bisschen Halbverschmelzung der Seiten. Wir haben inzwischen mehr Zugriffe auf spielama.de von spielen.de als zum Beispiel von Luding. Ja. Kommen wir mal noch zu unserem YouTube-Kanal. Wir sind ja vor allem also sehr auf YouTube aktiv. Der Großteil unserer Aufrufe erzielen wir direkt auf YouTube, gar nicht über spielama.de oder andere Seiten. Wir hatten dieses Jahr ungefähr 700.000 Aufrufe unserer Videos. Das ist ein bisschen weniger als 2015. Wir sind aber trotzdem zufrieden, denn wir haben ja dieses Jahr mit ein bisschen, oder vergangenes Jahr mit angezogener Handbremse produziert. Das lag ja daran, dass ich ein Jahr auf Weltreise war. Das heißt, von Oktober 2015 bis Juni 2016 haben wir nur in Anführungszeichen ein Video pro Woche veröffentlicht. Jetzt bin ich wieder zurück und jetzt seit Juni veröffentlichen wir ja wieder regelmäßig mindestens 2 Videos pro Woche, manchmal sogar mehr. Ja, insgesamt wurden unsere Videos jetzt über 3,1 Millionen Mal angesehen. Die 3-Millionen-Marke hatten wir schon mal Anfang des Jahres geknackt. Dann hatten wir danach eine kleine Aufräumaktion und Putzaktion. Das hing zusammen mit technischen Sachen. Früher waren nämlich Videos zweigeteilt. Wir haben die alle nochmal zusammengefügt und hochgeladen. Und im Zuge dieser Umstrukturierung haben wir über 500.000 Videoaufrufe verloren. Aber jetzt haben wir sie wieder geschafft, haben sie wieder hinzugewonnen und haben inzwischen über 3,1 Millionen Videoaufrufe insgesamt. Ja, und wichtig auf YouTube sind ja nicht nur die Aufrufe, sondern auch die Sehdauer der Videos. Wenn man jetzt sich anschaut, wie lange unsere ganzen Videos 2016 angeschaut wurden, käme man auf 6 Jahre und über 160 Tage. Ja, auch ansonsten gab es natürlich noch ein paar personelle Umbrüche bei Spielama. Tobi, der lange dabei war, ist weggegangen aus privaten Gründen. Basti, der lange da war, dann kurz weg war aus privaten Gründen, ist jetzt wieder ein bisschen mehr dabei, kann sich wieder ein bisschen mehr einbringen. Dann haben wir seit seit Frühjahr 2016 Jan neu dazu. Der hat angefangen auf unserem Zuschauerkanal. Nochmal den Hinweis, falls ihr den nicht kennt und euch einfach mal selber ausprobieren wollt, dann macht ein Spielevideo, lade, schickt das an mich und dann veröffentlichen wir das auf unserem Zuschauerkanal. Und wer weiß, vielleicht geht es euch ja wie Jan, dann kommt ihr auch auf den Hauptkanal, wenn das gut ist. Genau, und dann haben wir natürlich noch Alex neu hinzugekommen von Board Game Junkies. Der hat ja früher einen eigenen YouTube-Kanal betrieben, den gibt es immer noch. Da veröffentlicht er auch gelegentlich immer noch Videos, allerdings nicht mehr so regelmäßig wie früher. Dafür ist er jetzt Rezensent bei Spielama. Und unabhängig davon hat Alex natürlich immer noch seine eigene Seite, die boardgamejunkies.de. Könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr die noch nicht kennt. So, welche Videos waren die Renner im vergangenen Jahr? Wir gehen diesmal nicht nach Aufrufen, sondern nach der Wiedergabezeit, weil das quasi so die neue Messeinheit bei YouTube ist. Also da haben wir als erstes Colt Express, dann kommt Robinson Crusoe, dann kommt Decent, die zweite Edition, dann kommen die Herbstneuheiten 2016, GenCon zur GenCon und zur Spiel und das fünfte Video, eine Top-10-Liste, die besten kooperativen Brettspiele. Ja, das waren so unsere beliebtesten Videos im vergangenen Jahr. Zum Schluss noch ein Ausblick auf 2017. Wir arbeiten an vielen Dingen. Es wird sich auch noch einiges ändern. Es werden weitere Kooperationen kommen. Ich habe jetzt aus der Vergangenheit gelernt, dass man
vielleicht etwas vorsichtiger sein sollte mit Ankündigungen. Deswegen möchte ich dazu jetzt gar nicht so viel sagen. Seht ihr dann, wenn es soweit ist. Eine Sache kann ich aber auf jeden Fall schon mal sagen. Es wird auch dieses Jahr wieder ein Community-Lama geben. Das heißt, das ist eine, für alle, die es noch nicht kennen, das ist eine Abstimmung unter allen Forumsnutzern. Und da könnt ihr euer Lieblingsspiel des Jahres wählen. Es wird im Vergleich zum Vorjahr eine kleine Änderung geben. Wir werden nämlich 25 Spiele, oder wir haben intern in der Redaktion 25 Spiele ausgesucht, die wir etwas prominenter präsentieren. Nichtsdestotrotz kann man jedes Spiel, das 2016 erschienen ist, wählen. Es wird dann noch ein zusätzliches Eingabefeld geben. Hintergrund dieser Tatsache ist einfach, dass wir im vergangenen Jahr eine Liste hatten, die unheimlich lang war. Und das war einfach sehr unübersichtlich, hat doch einige Nutzer abgeschreckt. Und wenn man sich dann am Ende mal die Ergebnisse anschaut, dann stellt man fest, dass doch die meisten oder der wirklich Großteil der Stimmen auf wenige Spiele fällt und ganz viele Spieler aus dieser Liste gar keine Stimme bekommen haben oder höchstens eine Stimme. Mehr dazu wird es aber auf jeden Fall nochmal in einem extra Community-Lama des Jahres Ankündigungsvideo geben. So viel erstmal zu mir, und jetzt habe ich ja gesagt, es gibt keine Spiele-Rückblick. So ganz stimmt das nicht. Ich bin nämlich im Haus meiner Eltern, und da dachte ich euch, ich zeige euch einfach mal noch kurz zum Abschied, womit ich früher als Kind so gespielt habe. Wir beginnen mit dem großartigen Spiel des Lebens. Ganz großes Kino. Ist eigentlich, kann man so ein bisschen darüber diskutieren, ob das überhaupt ein Spiel ist, weil letztendlich würfelt man ja nur und bewegt sich vorwärts und trifft gar nicht so wesentliche Entscheidungen. Aber als Kinder fanden wir das total cool, vor allem mit diesem Drehrad, und das haben wir unheimlich gerne gespielt. Hotel! Das gibt's ja jetzt wieder in der Neuauflage von Asmodee. Haben wir auch unheimlich gerne gespielt. Allein weil es so mega cool aussah. Das hatte so 3D-Aufbauten mit diesen Hotels. Und dann konnte man die hinstellen und war einfach cool. War irgendwie cooler als Monopoly, obwohl wir Monopoly natürlich auch super gerne gespielt haben, lange gespielt haben. Das haben wir irgendwie über Tage teilweise gespielt. Dann haben wir das im Flur stehen lassen, und wenn einer kein Geld mehr hatte, hatten wir Schuldscheine ausgeschrieben. Aus spielmechanischer Sicht total gaga, aber hat uns voll Spaß gemacht und war richtig cool. Ja, Hilfe. Spiel des Wissens. Ja, hier muss man Fragen beantworten. Spiel des Wissens gibt es immer noch, gibt es inzwischen auch in einer leicht überarbeiteten Version, wo der Spielablauf etwas gestrafft wurde. Ein klassisches Frage-Antwort-Spiel. Dann natürlich haben auch wir Risiko gespielt. Mein Bruder hatte da früher eine Runde mit den Pfadfindern, da hat er sich immer abends getroffen, dann haben die so Risikoabende gemacht, und wir haben das auch unheimlich gerne gespielt. Natürlich immer nicht, bis quasi alle vernichtet wurden. Dann Atlantis gibt's auch immer noch. Ein Spiel, wo man seine Männchen von einer untergehenden Insel retten muss. Und auch das hat uns unheimlich gut gefallen. Mir fällt gerade auf, es sind unheimlich viele Spiele, die irgendwie so 3D-Elemente hatten, was man heute ja gar nicht mehr so oft sieht, beziehungsweise eher dann so Miniaturen, beziehungsweise eher in Kinderspielen hat. Also hier muss man seine Männchen von einer Insel retten, die untergeht, und es gibt coole Seemonster und Haie, sieht man da so Dreieckspitzen, und das hat uns auch unheimlich gut gefallen. Dann muss ich mal ein bisschen umbauen. Viel zu viele Spiele schon damals. Mancomania, wie verjubelt man 1 Million? Man läuft mit seiner Figur irgendwie um ein Spielcasino rum, hält an verschiedenen Stationen, kann Pferde wetten oder auf Pferde wetten, kann irgendwie Roulette spielen und muss 1 Million loswerden. Ja.
dann tatsächlich ein Spiel, das schon ein bisschen strategischer war, Pirateninsel. Da geht es darum, dass irgendwo auf einer Insel ein Schatz versteckt ist, stehen mehrere Truhen auf einem Spielbrett und man landet mit seinen Piraten auf der Insel und muss dann versuchen, muss zum einen zu diesen Truhen hinlaufen, dafür gibt man dann Bewegungspunkte aus und versucht dann die Schatztruhe, die richtige Schatztruhe auf sein Boot zu bringen und wegzunehmen. Ja, und das letzte Spiel, das ich hier noch zumindest habe, das Spiel der Spiele. Das ist sozusagen eine frühe Version von Schlag den Raab. Man hatte auch hier wieder irgendwie 10.000 verschiedene Minispielchen, irgendwie Minigolf, dann musste man so Ringe werfen oder kegeln oder ja, was auch immer. Fanden wir auch früher total witzig und haben wir auch wirklich oft und gerne gespielt. Eins meiner Lieblingsspiele, das ich dann vor allem als früher Jugendlicher gespielt habe, bevor ich mich dann eher den Computerspielen gewidmet habe, habe ich gar nicht mehr. Das ist Tagui. Tagui ist so ein bisschen wie Risiko. Es ist ein Eroberungsspiel. Es geht darum, sich in der Wüste auszubreiten. Wir sind Wüstenstämme. Und das Besondere war, dass es Karten gab, die Geld gebracht haben, oder die Plättchen, die man erobert hat, brachten zum einen Einkommen und zum anderen hatten den strategischen Wert, einen Kampfwert. Und dieser Kampfwert wurde zu den Würfelwürfen hinzu addiert. Und das hat das Ganze ein bisschen strategischer oder taktischer gemacht als Risiko, wo man ja nur beim Kämpfen auf die Würfel angewiesen ist. Und es hatte was ziemlich cool war. Man war nämlich nicht immer abwechselnd an der Reihe, sondern man hat zu Anfang gewürfelt und hat dann festgelegt, naja, was für eine Runde spielen wir, eine Einer, Zweier, Dreier, Vierer. Und dann haben alle entsprechend viele Karten von sich in die Mitte gelegt, die wurden dann gemischt und dann wurden die aufgedeckt. Und in dieser Reihenfolge war man dann an der Reihe. Das war aber auch irgendwie so der größte Nachteil des Spiels, denn das hat teilweise Mehrfachzüge erlaubt. Und gerade wenn man schon der andere am Anfang öfter dran war, dann hat er eher vorsichtige Züge gemacht, weil er wusste ja nicht, ob der andere nochmal dran war, aber dann war er halt mal viermal hintereinander dran und dann kam der andere und dann wusste er, ich kann jetzt vier Züge machen, ohne dass der andere irgendwas dagegen machen kann. Und das war schon sehr stark und war dann doch irgendwie so gefühlt und in meiner Erinnerung immer spielentscheidend. Und deswegen haben wir das dann irgendwann nicht mehr so gespielt. Womit habt ihr denn früher so gespielt? Postet es doch mal in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren. Und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Sebastian.